freue mich, dass Sie heute Morgen so zahlreich gekommen sind. Und ich glaube, Sie sind bei der richtigen Veranstaltung heute, denn dieses Thema Freihandelsabkommen wird uns mit Sicherheit in den nächsten Monaten, vielleicht auch das ganze Jahr über, noch sehr intensiv beschäftigen. Ich nehme für mich in Anspruch, innerhalb der Grünen die Diskussion sehr stark in die Richtung einer kritischen Haltung zum TTIP hinbewegt zu haben. Ich habe im April letzten Jahres das erste kritische Papier dazu veröffentlicht, ganz stark unter dem Fokus, was passiert da eigentlich im Agrarbereich? Was passiert eigentlich im Verbraucherschutzbereich? Und müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen, wie die Kommission ja nicht müde wird, uns zu versichern? Oder gibt es einige Risiken, die sehr wohl in das Leben jedes Einzelnen hier im Raum eingreifen werden? Am Samstag startet die große Demo, wir haben es satt, zum vierten Mal. Und genau in dieses Spannungsfeld kommt nun ein Freihandelsabkommen, das möglicherweise uns andere Standards als die hart von unten erkämpften Verbraucherstandards und Lebensmittelstandards dran uns bringen könnte. Das ist sehr spannend. Unsere Position: Es darf insbesondere in diesen Bereichen keine Absenkung der Standards geben. Es muss vor allem vom Verfahren her transparent sauber sein. Es muss mit Einbeziehung Zivilgesellschaft und Parlamenten sein. Und man muss natürlich auch eine ganz andere Geschichte anschauen. Und das ist ein vernünftiges Datenschutzabkommen. Und wenn die Vereinigten Staaten letztendlich die Verhandlungsstrategie bereits kennen, die alles, was vorbesprochen worden ist, bereits kennen, weil sie einen Geheimdienst haben, der einfach über die Fähigkeiten verfügt, alle EU-Einrichtungen abzuhören. Ich meine, dann braucht man eigentlich mal miteinander verhandeln. Also dann kann man sagen, ihr kennt unsere Position eh. Und ja, was soll das Ganze dann? Ihr habt eine ganze Reihe von spannenden Referenten eingeladen. Ich wünsche euch eine tolle Veranstaltung. Dieses Abkommen ist ein ganz zentrales Vorhaben für Europa. Heute noch sind die EU und die USA die dominierenden Wirtschaftspartner, Wirtschaftsakteure auf der Welt. Die Gewichte verschieben sich und wenn wir heute noch Standards setzen wollen, wie man Handel organisiert, wenn wir es heute machen und nicht dann, wenn wir die Diskussion nicht mehr im gleichen Maße beeinflussen können, wie das vielleicht in einigen Jahren sein wird. Das sind ganz und gar keine Geheimverhandlungen. Ja, ganz und gar nicht. Wir sind da. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier stehe und zu Ihnen spreche. Die Türen sind immer offen. Es gibt den Dialog mit der Zivilgesellschaft. Und das geht jetzt auch weiter. Es ist ein wichtiges Abkommen. Wirklich wichtig. Wegen der wirtschaftlichen Dimension, die es hat. Den gewaltigen Chancen, die es wird. Wirtschaftlich, wie dafür die Agenda für die Zukunft zu setzen. Die auch in vielen Bereichen, vor allem auch den kleinen und mittleren Unternehmen dient. Und deswegen eine ganz wichtige Investition in unsere Zukunft. One issue we're concerned about, talking about local foods actors in the United States, are the EU's ambitions on procurement. As the last speaker just indicated, the EU would like to see commitments on procurement that go beyond the federal level, so state and municipal level commitments. They want all goods, all sectors, all levels of government. We have to wonder what this means for programs that support local foods in the United States. Programs like Farm to School, Food Hubs, could those be at stake? It always makes me laugh when I see the term localization barriers to trade. To me, localization is a virtue. If we're talking about a local farm to school program in Maine or an agroecology project in Malawi, it's about people retaking the system, changing the way things are done in a way that makes sense. It doesn't mean isolation, clearly, but it does mean putting decision-making where it needs to be, starting at the local level and then building up from there. So I think in our discussions of TTIP, we need to be keeping in mind our responsibility more broadly as well in what we do on this agreement and how that will affect food systems to come. Vor zwei Jahren hat der New York Times Autor Mark Whitman, ein Food Journalist oder auch Kolumnist, mal geschrieben, unser Versorgungssystem, also in den USA, für Nahrungsmittel ist kaputt. Und was er damit gemeint hat, ist eben der hohe Verbrauch von Antibiotika in den USA und auch der Einsatz von Hormonen. Etwa 20% der amerikanischen Milchkühe, aber 80% der Mastrinder bekommen regelmäßig gentechnisch verändertes bovines Somatotropin, was in Europa verboten ist. Die eigentliche Produktion in den USA findet auf einer Handvoll großer, gigantischer, nach unseren Maßstäben gigantischer Betriebe statt.
Die Verschuldung in der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten ist extrem. Sie führt dazu, dass immer weniger die Bauern selber noch bestimmen können. Wenn das das Modell ist, an das wir uns angleichen müssen, um wettbewerbsfähig zu sein, dann kriegen wir nicht nur einen rasanten Strukturwandel, sondern dann kriegen wir einen Strukturbruch in Europa. Wir haben über eine Informationsfreiheitsanfrage der EU herausgefunden, dass über 90% der Treffen, die die Kommission im stillen Kämmerlein hinter verschlossenen Türen mit sogenannten Stakeholdern hatte, zur Vorbereitung der Verhandlungen, also in der wichtigen Phase, wo es nämlich genau umgeht, was wollen wir denn eigentlich verhandeln, mit Konzernen und ihren Lobbygruppen stattgefunden haben. Als im Februar letzten Jahres die Verhandlungen angekündigt wurden, hatte es kein einziges solches Treffen mit einer Gewerkschaft, einem Umweltverband, einer Verbraucherschutzorganisation etc. gegeben. Und gleichzeitig ist das, was dort verhandelt wird, möglicherweise wirklich der Frontalangriff auf unsere Demokratie. Wir brauchen eine sofortige Veröffentlichung von allen Verhandlungstexten. Und ich möchte Sie bitten, bevor wir das nicht haben, ist die Kritik an fehlender Transparenz und Demokratie nicht obsolet. Egal wie viele Briefings die Kommission veranstaltet, wir brauchen den Text. Wenn diese beiden Regionen, USA und Europäische Union, ein Beispiel abgeben für einen fairen und transparenten Welthandel, welche Auswirkungen könnte das für eine bessere Welt haben? Das ist das, was wir von Europa erwarten. Das ist das, was wir von den Verhandlungsführern erwarten. Wir brauchen eine Verhandlungsführung, die uns informiert, die uns mit ins Boot nimmt und die uns deutlich macht, dass mit diesem Abkommen die Welt besser und gerechter wird. Wir haben einen großen Fehler gemacht, dass im kanadischen Abkommen quasi vorbeiwinken zu lassen. Das liegt an fehlender Information. Ich sage das mal ganz deutlich, hätten wir Martin Häusling vor 10 Jahren schon gehabt, dann wäre das sicherlich nicht so durchgewunken worden. Meinen Leuten zu erklären, vertraut mir, weil ich vertraue dem Kommissionsbeamten, das wird nicht ausreichen. Wir sind nach langer Diskussion jetzt bereit, uns in diese Diskussion einzubringen, in Bündnissen mitzuarbeiten. Wir haben klare Zielsetzungen. Wir wollen, dass die Verlierer sehr frühzeitig identifiziert werden. Wir haben große Sorgen um unsere Euro-Krisenländer. Wir glauben, dass mit den jetzigen Strukturen des Abkommens der Süden Europas massiv leiden wird. Ganz großer Dank gilt Martin Häusling für die Veranstaltung heute. Wenn es schon keine Transparenz beim Abkommen gibt, so ist es doch gut, dass wir die öffentliche Debatte dazu haben zum Freihandelsabkommen, denn nur so kann auch der Widerstand sich manifestieren. Denn in jedem Fall bekommen wir mit dem Freihandelsabkommen schlechtere Standards, als wir sie heute haben. Und das gilt nicht nur für Gentechnik, es gilt auch für den Hormoneinsatz in der Fleisch- und Milchproduktion, es geht um Klonfleisch, es geht um chlorbehandeltes Hähnchenfleisch, es geht auch um die Transparenz bei Zulassungsverfahren für Arzneimittel und um Höchstmengen bei Pestiziden. Von daher sagen wir Stopp gegenüber diesem Freihandelsabkommen. Wir bezahlen, wir gewinnen nicht.